Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Warum sieht man mich jetzt wieder nicht so richtig? Ach, nicht schon wieder. Hey, eben gerade hat man noch perfekte Sicht auf mich gehabt und jetzt sieht man wieder gar nichts, oder was? Na, jetzt geht's doch wieder. Hallo. Havoc, Autodesk Scaleform, powered by Vivi. Laufen Sie weg, wenn Sie können. Ducken Sie sich so oft. Sorgen Sie für Ablenkung und bleiben Sie in Deckung. Sie sich oft am besten. Alien Isolation. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's Play Alien Isolation. Das ist dieses angekündigte Horror-Let's Play, was ich starten will. Mit euch gemeinsam. Ich bin kein großer Alien-Fan, muss man dazu sagen. Also, was heißt denn nicht Fan? Ich habe nichts von denen bis jetzt geguckt, nichts von denen bis jetzt gespielt. Und ich wollte jetzt mal auf den Zug aufspringen und herausfinden, was so alles cool sein soll an diesen Alien-Geschisse. Und ein Kollege von mir hat das jetzt gerade am Spiel Center Nitron. Und wollen wir mal gucken, ob das wirklich so cool ist, wie alle sagen. Und wir drücken A. Diese Festplatte hier. Ich freue mich schon, tierisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Option. Spiel. Ist beides aus, ne? Ja. Bildschirm. Kamera anpassen. Sichtbar. Nicht sichtbar. Gerade sichtbar. Das ist für mich jetzt gerade sichtbar auf beiden Seiten. Das ist für mich gar nicht sichtbar. Aber wir machen es mal hier schön ein bisschen dunkler, würde ich sagen. Damit schöner Gruselfaktor aufkommen kann. Filmkörnung. Was auch immer. Gerät wählen, abbrechen, Ton, alles schön auf, an, Untertitel machen wir mal ein, Surround kann ich glaube ich erkennen, Spiel hatten wir schon, dann lassen wir es dabei, Extras, Xbox Game Store, Spiel starten! Überlebensmodus in Alien Isolation, Überlebensmodus, aha, Herausforderung spielen, nein! Isolation. Spiel starten.
Ich habe mir sagen lassen, dass leicht so schwer sein soll wie bei anderen Mittel und Mittel genauso schwer sein soll wie bei anderen bei schwer. Und schwer soll im Endeffekt Halo Hardcore-mäßig sein. Aber wir machen natürlich Mittel. Hatten wir auch gerade erst. Machen wir mal so, würde ich sagen. Damit ihr auch, ich weiß nicht, ob ihr auf das YouTube sehen könnt. Das kann man wahrscheinlich auch später dann halt ändern. Wir machen es jetzt so. Bei YouTube werden wir dann sehen. Das Transsystem ist der schnellste Weg, sich zwischen den drei Haupttürmen selber oder mit gebastelten Geräten können sie Gegner beschädigen, außer Gefecht setzen oder ablenken. Ich habe mal diese Krisselscheiße drinnen gelassen, weil es einfach oldschool-mäßiger rüberkommt. Mhm. Ich kenne die Filme, deswegen. Ja, Schnauze! Der Kuhmann ist am Hintergrund und muss jetzt da zulabern. Muss natürlich sehr besserwisserisch rüberkommen. Aber er soll mir jetzt nicht die Stimmung hier verderben. Ich bin ein sehr schreckhafter Kerl. Vor allem werde ich wahrscheinlich dann, wenn es wirklich gruselig sein soll, Sega Presents, die ordentlichen Jose kacken, weil ich mich natürlich auch darauf einlasse. Ich will jetzt mich erschrecken und hast nie gesehen. 20th Century Fox. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Alien Isolation. Soweit ich weiß, ja, sieht man ja gleich. Ich hab's ordentlich auf laut gestellt bei mir. Ripley? Jo! Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Er hat keine Oberzähne. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Citeriticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Der schläft ja fast ein, der Junge. Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Also Sie finde ich ja nicht schlecht animiert, ne? Aber der Kerl, der mit uns labert? Naja. Krieg ich Steuer? Nein, krieg ich nicht. Ich bin halbnackt!
Keine Hosen für niemanden. Wuhu, ich bin nackt. Ich bin nackt. Ich zieh meine Hosen nicht an. Ich zieh mir meine Hosen nicht. Ey, Teddy. Du ziehst ja auch keine Hosen an. Hat mein Teddy Hosen an? Nein, der hat auch keine Hosen an. Ah, das ist doch keiner, zieht die Hosen an. Weder der Superringer noch ich. Keiner zieht die Hosen an. Sag ich, Captain an diesem Deck bin, zieht hier keiner eine Hose an. Okay. Scheiß mir drauf. Ich meld mich mal an. RIP. Da steht ganz eindeutig RIP. RIP. Ein Toter. Gut. Ist genug verbeugt. Vor dem verbeugen wir es auch nochmal. Ich kann hier zurückgucken. Schrott, Sensor, Schrott. Wir haben Schrott, wir haben Schrott. Okay. Hä? Ich kann den Moonwalk. Okay. Nochmal in meinem Späß hier. Was haben wir denn hier? Sie passt rüber. Und sie schießt. Tor! Tor! Und das ohne Hosen. Okay. So, deswegen, da passiert nichts. Okay, eine Frage. Wie hat er diese Zigaretten rauchen können, während er da drinnen lag? Hat er da... Oh, der hat eine kleine Spielkonsole hier liegen. Ist ja cool. Das ist toll. Ist noch irgendwas zu entdecken? Hier kann ich Knopf drücken. Ich knöpfe Doc. Ja, ich knöpfe Doc. Ja, das ist total logisch und so. Okay. User Single. Ich bin halbnackt. Habe, wenn überhaupt, nur mein Unterhöschen an. Und lauf hier quer durch die Hallen. Ich ziehe mich nicht an. Geht's hinten weiter? Was haben wir hier? Nö. Ich komme doch gerade auf sie zugerannt. Ah, ist wieder offen. Nein, hier muss man sie anziehen. Scheiße. Das sieht doch aus wie ein Smiley, oder? Ganz ehrlich. Ja. Ein Fernseher, ein Smiley, keine Ahnung, und ein Minus. Gehst du auf? Du gehst nicht auf. Eva. Okay. Man kann hier so geil austicken hier. Dauert immer Ewigkeiten. Hier pennt jemand anscheinend. Mann, ist das unaufgeräumt hier. Da blinkt was. Ja! Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selber scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen zur Sevastopol. Sagt euch das irgendwas? Wenn ja, dann schrotet es in die Kommentare. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Valent Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sich nicht schlagen... Viel Glück jedenfalls, wenn man sich nicht schlagen kann, was? Hahaha, wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, privat. Schwere Zeiten, sogar in der Zukunft gibt es schwere Zeiten hier. Es ist ja... Ich will aufs Klo. Ich kann kacken. Ich habe keine Unterhose an und ich kacke. Ja, die Tür nicht zugeht, das ist natürlich scheiße. Was ist das hier? Tada! Apropos Wally, da ist das mein WhatsApp-Nachricht gewesen.
Woohoo! I sing in the rain. Just sing. Ah, nee, warte mal. Falsches Lied. It's rainy man. Hallelujah, it's rainy man. Okay. Wir lassen's laufen. Nein! Ich will mich nie anziehen. Was passiert, wenn wir uns jetzt nicht anziehen? Schalldaten überschreiben? Nein. Natürlich überschreiben wir. Ja. So ein Oldschool-Telefon. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Okay. Wir gehen nackt weiter. Eins, zwei oder drei. Schnell ist nach draußen zu gehen, hä? Ja, hier geht's nach draußen. Nuit, was? Achso, Kaution. Ich bezahle keine Kaution. Für niemanden. Wenn er Scheiße gebracht hat, soll er da verrecken in der Zelle. Okay. Aber wir hatten hier so schlappig gearbeitet. Entschuldigung. Scheiß Teil. Es erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an. Ich habe eine Erzitterung. Erzitterung. Scheiße, jetzt habe ich Erzitterung im Kopf. Eine Erschütterung der Macht gespürt. Was haben sie gespürt, Obi-Wan? Millionen von Menschen. Alle mit einem Schlag erledigt. Okay. Geh auf. Guck mal, ich bin nackt. Morgen. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich bin nackt. Ich reise nicht oft so weit. Ich bin nackt. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem... Autsch. Tut mir leid. Das war unser Ziel. 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Sie sollten sich besser... Schnauze jetzt. Nee. Ich zieh mich nicht um. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich bin ein Hippo-Freund. Wuhu. Dieses Spiel mag Maniac. Radio. Ja, das ist ein guter. Das ist ein guter Sender. Den lassen wir mal an. Computer. Ich werde jetzt nicht alles durchlesen. Ey, Taylor, ich habe Ihr könnt euch das ja alles in Ruhe durchlesen hier. Könnt ihr auf Stopp drücken, dann könnt ihr euch das... Samuels, Christopher, Ripley, Amanda, Taylor, Nina, Anzahl der Decks 2, Besatzungsmitglieder 2, interstellare Kommunikationsantenne, Fernstrecken. Gut, lassen wir es dabei. Wie gesagt, ihr könnt euch das ja alles durchlesen, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt so keine großartige Lust dazu. Hier hinten geht's weiter. Irgendwo war doch auch eine... Ah, hier haben wir doch. Da haben wir die Brücke. Sieht aus wie ein Penis. So, apropos Penis. Ich bin immer noch nackt. Der spielt Country-Musik.
Did you see the moves? Okay. Wir lassen mal die Country-Musik weiterlaufen. Keine Ahnung, welcher planetare Radiosender das gerade abspielt. Ist mir auch jetzt eigentlich wurscht. So, wir waren noch nicht da hinten. Geh mal hier weiter. Bäh. Mal gucken, ob wir den Spock von hinten machen können. Bleib stehen, du Schwanz. Hä? Nein! Früher aufgewacht? Entschuldigung. Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Wo guckst du mir denn hin? Ist sehr ähnlich zu Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres. Ich habe ja wohl Doppel-D. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist kein erfahrener. Ich habe einen Punkt da. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Sie sollten sich besser umziehen, Ripley. Verlaine wird uns bald zusammen. Am Arsch ist Zuster. Ich werde mich nicht umziehen. Niemand kann mich zwingen, eine Hose anzuziehen. Was ist das hier? Das ist ein überdimensionaler Backofen. Und es ist ein Menschen drin gegrillt. Auf was drückt sie denn da? Die drückt da keinen Knopf. Die hat da mittendrin reingedrückt. Die drückt keinen Knopf. So ein Bullshit. Verarschen kann ich mich alleine. Was haben wir hier? Lunchbox. Hat deine Mutti dir schön fein was eingebaut? Was? Karnak? Ernsthaft? Lass mich raus! Okay. Okay. Ich werde mich nicht anziehen. Ey, das könnt ihr sowas von vergessen. Oh, hier sind wir hier hinten. Coolio. Kann ich da hoch? Nein, weil irgendwer hier seine Kartons im Weg stellt. Nö! Ich will da hoch. Ein Hubwagen. Boah, sind wir fortschrittlich in der Zukunft. Ernsthaft. Schwachsinn. So viel Ventile. Sag jetzt nicht, ich muss mich echt umziehen, bevor was weitergeht hier. Ich gehe einfach weiter. Er ist Country und jetzt Heavy Metal! Headbanging! Meine Brüste sollen mitwackeln! Vor allem sagt er einfach, ich hab M. Huch. Tür verschlossen. Scheiße, ich muss mich umziehen oder was? Kacke. Aber Hauptsache, wir haben einen Sitzsack hier. Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Leute. Ich wollte das Spiel nackt durchspielen. Andere spielen blind, ich spiele nackt. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich verlaufen. Ziehen Sie sich an. Das Spiel will unbedingt, dass ich mich anziehe. Wie sexistisch ist das Spiel? Ich darf doch wohl meine Weiblichkeit hier zur Schau stellen. Spacken, Alter. Auf da jetzt, die Luke. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin ja voll falsch. Das Schiff ist ja auch riesig. Apropos. Cool, wa? Okay. Im Endeffekt bin ich ja so dran vorbeigelaufen, hatte diese Dinger. Also heißt es, ich muss hier lang. Oh, ich bin so gut! Nennt mich Detektiv Conan. Gut, dann tun wir halt das, was das Spiel halt will. Die Dusche läuft immer noch. Ziehen wir uns halt an.
Was? Oh, das war aber auch knapp jetzt. Kaum, dass wir uns angezogen haben, hat sie uns gerufen. So ein Glück aber auch. Scheiße da. Okay, ich soll zur Brücke. Immer dem Spermakopf folgen. Der Spermakopf ist da. Das war ein siamesischer Spermakopf. Da ist nämlich noch ein zweiter Kopf. Der wollte aber nicht richtig wachsen. Diese Musik, ey. Ich frag mich, ob das irgendeine geheime Botschaft ist und wenn die irgendjemand entschlüsselt, so ein richtig cooler Satz bei rauskommt. Irgendwie so ein Hilfeschreiber, sowas. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Spielemythen wieder zu, ey. Das wäre voll cool. Was hat die geheime Botschaft hier in Radio zu bedeuten von irgendwas? Das wäre sowas von cool. Ich liebe Spielemythen. Ich gucke mir mal gerne sowas an. Ach, jetzt ist die Tür offen. Alter, ist ja gut. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie schön, schön. Zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir kennen uns. Und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein, raus. Verbinden Sie, damit ich Hallo sage. Hallo. Kanal offen. Affen? Sie können die Annäherung auf dem Welchen Monitor? Wo gehen sie alle hin? Welchen Monitor? Ich hab nicht aufgepasst. Ich sehe keine Annäherung. Und das hier ist kein Monitor. Erinnert mich an den Planeten Tresold von Halo. Der riesige Gasplanet. Ah, so. Erwacht. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrance nicht reinbringen. Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Es hört dich niemand schreien im Weltall. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Ha, die sagt gute Landung, da steht sichere Reise. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Ablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Oh, sie hat das Sagen. Und ganz ehrlich, ich hätte so Schiss, Alter. Ich hätte so dermaßen dreckigen Schiss, Alter. Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Das ist ein ganz anderer Untertitel. Vorsicht!
Oh shit. Ich kenne die erst seit 10 Minuten, aber sie waren die besten Freunde meines Lebens. Wir haben so viel zusammen durchgemacht.